Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel. Herzlich willkommen zum ersten Prime Invest im neuen Jahr, dieser Sendung, wo wir mit einem lokalen Blickwinkel aufs Geschehen an den internationalen Börsenmärkten schauen und Einschätzungen vornehmen. Bei mir zu Gast wie immer der Sandro Merino, der Anlagechef der Basler Kantonalbank. Ganz herzlich willkommen. Haben Sie sich erholt über die Festtage und haben Sie den Schmerz von diesen hohen Verlust vom alten Jahr überwunden? Ja, grüezi Herr Keller. Vielen Dank für Ihr Mitgefühl. Ja doch, ich habe mich in den Ferientagen, vier Tagen doch erholt. Ich bin nicht weg gewesen, sondern mehr so in der Region, mich ein bisschen entspannt. Und die ersten Börsentage jetzt im neuen Jahr sind ja recht erfreulich. Von dem her ist doch gute Chance, dass man das schlechte Jahr 2022 auch wieder mal kann vergessen. Genau, wir sind mit 4% knapp im Plus, seit die Börsen aufgemacht haben im neuen Jahr im Swiss Market Index. Jetzt ist meine Frage, ist das schon eine Tendenz oder ist das einfach Roulette-Zufall? Das kann man nicht sagen nach ein paar Tagen, aber sicher besser so als anders. Aber es sind doch natürlich all die Unsicherheitsfaktoren, der Krieg, die Inflation, die Energiepreise, die immer noch volatil sind, wenn auch jetzt wieder tiefer. Zinswende, all das ist natürlich immer noch präsent. Ja. Also es wäre jetzt naiv zu hoffen, dass mit dem neuen Jahr wieder alles gut ist. Also von dem her ist es eher überraschend, dass die Börse so stark eröffnet. Auch ob das jetzt quasi ein Signal ist oder ein Vorzeichen ist für das ganze Jahr, kann man nicht sagen. Können Sie ganz kurz zusammenfassend sagen, was ist die Ausgangslage vom neuen Jahr? Ja, wie gesagt, wir haben zum einen bei einigen Themen wirklich eine Verbesserung von der Situation. Oder die befürchtete Energiekrise, Produktionsausfälle, Stromausfälle, Gasrationierung, all das ist nicht passiert. Und im letzten Sommer hat man noch ernsthaft über dieses Szenario diskutiert, also auch zu Recht, weil unter ungünstigeren Entwicklungsszenarien wären wir vielleicht in einer schwierigeren Situation jetzt. Dann haben wir noch das ausgesprochen rekordmilde Wetter, wo dem Ganzen auch noch das hilft, zumindest gegen die Energieproblematik. Dann haben wir die Zinswende, die doch recht intensiv vorantrieben worden ist im letzten Jahr, die sich jetzt so gegen den Frühling zum Ende zuneigt. Das heisst, das Ganze ist langsam sozusagen berechenbar. Man weiss, wir sind auf einem neuen Zinsniveau. Die Inflation kommt zurück, in den USA deutlich zurückgekommen. Auch für die Eurozone werden wir für Dezember deutlich tiefere Inflation sehen. Immer noch auf sehr hohem Niveau. Ja. Aber zumindest ist der Trend jetzt nicht mehr aufwärts, sondern abwärts bei der Inflation. Und all die Themen, also die Geschichten, die Energie, die Inflation, die Zinswende, da haben wir mehr Visibilität. Und eigentlich sind das jetzt alles eher positive Vorzeichen, wie Sie es beschrieben haben. Ja. Trotzdem, wenn man jetzt schaut, wie die Analysten aufs neue Jahr schauen, dann stellt man fest, dass die Brandbreite von pessimistisch bis euphorisch sehr, sehr breit ist. Jetzt ist meine Frage, warum ist das so? Ja, das ist mir zumindest aufgefallen. Wir haben ja auch immer unsere Prognoserunde, auch wenn ich selber nicht so viel von Prognosen halte, weil der Anlageprozess ist ja nicht so, dass wir jetzt im Januar eine Prognose machen für das ganze Jahr, also bis Ende des Jahres. Und dann glauben wir unsere eigene Prognose und dann halten wir an dem fest und machen nichts mehr. So ist ja der Anlageprozess nicht, sondern es ist ja ein permanentes Anpassen an die Entwicklungen und das Versuchen, in einem Zeitraum von Wochen, Monaten zu antizipieren, was das wahrscheinlichste Szenario ist. Aber nicht zu sagen, wo ist der SMI am 31. Dezember 2023. Aber, das ist ja nicht so sinnvoll. Aber wir haben die zwei Ansichten. Das fällt wirklich auf, jetzt vielleicht mal der es positiv sieht. Ja. Da gehst du in die Richtung, die Sie jetzt beschrieben haben, dass viele schwierige Sachen letztes Jahr eigentlich schon erledigt worden sind und jetzt in diesem Jahr nicht mehr Sinn. Was ist denn mit dem, was negativ sieht? Der, der jetzt sagt, es wird schwierig, das Jahr. Ja, also
Also zum einen fällt einfach aus, auf, wie verschieden die Prognosen sind. Also wie divergiert, wie gross das Spektrum ist von den Erwartungen im Positiven wie im Negativen. Das ist schon immer so, in jedem Jahr so, aber in diesem Jahr ist es noch besonders ausgeprägt. Oder? Und dann ein Leitthema ist natürlich die Rezession in den USA und die Frage einfach, ob man jetzt schon voraussieht, wie tief und wie lang die Rezession wird sein in den USA. Und da sind die Meinungen durchaus unterschiedlich. Und man kann schon sagen, wenn man jetzt unterschätzt, wie schwierig oder wie ernsthaft die Rezession wird in den USA, dann haben die Aktienmärkte noch Korrekturpotenzial. Also wenn man quasi sich jetzt zu optimistisch sagt, ja, die Rezession wird mild und nicht lang und auch der Arbeitsmarkt wird nicht so stark unter dieser Rezession leiden, dann kann es sein, wenn man das falsch einschätzt, dass die Aktienmärkte nochmal Korrekturpotenzial nach unten hätten. Das ist so, glaube ich, eine Gretchenfrage. Wie stark bremst jetzt die US-Wirtschaft? Oder? Dem scheidet sich Geister. Okay, jetzt schauen wir mal noch, was wir letztes Jahr am Schluss bis im Herbst für Resultate haben, nämlich -20%. Ja. Jetzt kann man ein bisschen, wenn wir jetzt in die Geschichte schauen, ich meine, das ist happig. Wie lange geht es aus der Erfahrung, wenn man das überhaupt so kann in Zukunft, bis so ein Verlust wieder reingeholt worden ist? Also, ich meine, die nächsten 5 Jahre werden wir jetzt vielleicht damit beschäftigt sein, die -20% wieder reinzuholen, oder wie ist das? Die nächsten wie viele Jahre haben Sie gesagt? Ja, ich würde sagen 5, oder? Fünf. Also -20 ist heftig. Nein, es ist eigentlich so, dass in den meisten... Also wenn man, du musst ja das verlorene Kapital wieder reinholen. Richtig. Nein, also wenn man 100 hatte und jetzt hat man 80 und bis man wieder 100 hat, oder? Also wieso wieder... Oder ist das? Also in der Regel ist ein Rückschlag von 20% innerhalb von 2 Jahren wieder aufgeholt. Also wenn man müsste, 2? Ja, 2 Jahre. Bei der Aktie. Wenn man jetzt bei Aktien schaut, Rückschläge in der Grössenordnung von 20%, also sagen wir mal zwischen -15 und -25. So Korrekturen hat es immer wieder gegeben in der Pandemie. Im Pandemiejahr 2020 ist es ja nach einem halben Jahr oder 9 Monaten bereits wieder aufgeholt gewesen, oder? Also der Erfahrungswert, einfach rein statistisch, aus den vergangenen Beobachtungen von solchen Aktienmarktbewertungsrückschlägen, würde man sagen, nach etwa 2 Jahren ist das aufgeholt. Das heisst jetzt gross investieren? Grundsätzlich ist es nicht so ein schlechter, Moment, um Anlagen zu tätigen, die man vielleicht jetzt seit einiger Zeit zurückhaltet. Oder? Also ich finde, das ist kein schlechter Moment für so etwas. Ja. BKB sagt aber 5%, oder? Ist jetzt 5 bis 10. In dieser Sparte. Sind Sie ein bisschen konservativ noch? Ja, also... wenn man alles ab... Also wie gesagt, zum einen ist es nicht sinnvoll, Prognosen zu sehr ernst zu nehmen. Das ist ein bisschen ein Ritual, das man Anfangsjahr immer macht. Und der Anlageprozess selber, das, was wir in unserer täglichen Arbeit machen, ist ja nicht Prognosen machen, die dann ein Jahr voraus irgendeinen Wert festhalten, sondern es ist eine permanente Überlegung, welche Anlagen machen jetzt Sinn, welche machen keinen Sinn. Wir machen kleine Adjustierungen, aber sehr viele kleine Adjustierungen über Zeit und versuchen so besser zu sein, als jemand, der überhaupt nichts aktiv macht. Oder? Das ist ja Disziplin und nicht eine Prognose machen und hoffen, dass man richtig spekuliert hat. Das ist ja nicht das Ziel von einem Anlageprozess. Aber dennoch, klar, es ist immer die Erwartung auch, dass wir als Basel Kantonalbank eine Erwartung formulieren, was erwarten wir von den Aktienmärkten in diesem Jahr. Und wir glauben, es ist sinnvoll, so ein Fenster anzugeben, wo wir sagen, doch eine normale Anlagerendite zwischen 5 und 10% bis Ende dieses Jahres erscheint uns plausibel. Es gibt zumindest kein gutes Argument, um zu sagen, es sollte unbedingt weniger sein als das oder es sollte viel mehr sein als das. Wir haben doch viele Unsicherheitsfaktoren, die noch aktiv sind. Oder auch der Krieg in der Ukraine ist ein Jahr jetzt am Wüten und es ist noch unklar, wie das endet und was die längerfristigen Implikationen sind. Auch die ganze Energieversorgungsfrage ist zwar jetzt nicht akut zum Krisenproblem geworden, aber das ist nicht gelöst. Oder? Gerade für Deutschland ist das überhaupt nicht gelöst. Die Schweiz ist mit der Wasserkraft ein bisschen besser positioniert. Er hat mehr Optionen irgendwo, aber die Fragen sind gestellt, aber nicht wirklich beantwortet, definitiv. Oder? Sie haben einiges schon vorausgenommen jetzt im Gespräch, auf die Frage, die ich noch stellen wollte, nämlich eben, wie der Ausblick aussieht. Sie haben über die US-Wirtschaft geredet, wo entscheidend wird sie, und Sie haben in Ihrem Newsletter das auch erwähnt, Inflation auf dem Rückzug, das sollte eigentlich damit zu rechnen ist, dass das von der Dramaturgie jetzt harmloser wird. Und jetzt sagen Sie etwas sehr Interessantes und auf das würde ich gerne am Schluss noch eingehen. Jetzt sind wir uns ja gewohnt, dass es eigentlich Leitzinserhöhungen gibt. Aber in Ihrem ersten Newsletter vom neuen Jahr sagen Sie,
man muss eigentlich schon darüber nachdenken, wenn es eine Zinssenkung gibt. Ja, sind Sie da nicht ein bisschen vorschnell? Ja, in diesem Jahr vielleicht noch keine. Oder? Ich bin schon ein bisschen jetzt, vielleicht das Thema jetzt zu lancieren, ist ein bisschen früh. Aber man darf nicht vergessen, Zinsen richten sich nach dem Potenzialwachstum von der Wirtschaft. Oder? Also Zinsen sind ja ökonomisch auf dem Level, sodass es quasi mit dem Zinsniveau ist, möglich ist, bestimmte Projekte zu finanzieren, die bestimmtes Wachstum haben, die bestimmte Rendite haben. Also das ist immer ein Angebot- und Nachfrageverhältnis mit der Realwirtschaft. Und wir haben in den USA und in der Eurozone und in der Schweiz nicht 7% Potenzialwachstum, sondern eher tiefe einstellige Beträge im Bereich von der Schweiz vielleicht 1,5, 2, die Eurozone auch etwa dort, die USA vielleicht ein bisschen mehr. Und mit einem Wirtschaftswachstum in diesen geringen Grössenordnungen hat man auch nicht unbedingt 5% Leitzinsen. Oder? Also es deutet nichts darauf hin, dass wir einen Wachstumsboom haben in den nächsten 5 Jahren. Von dem her ist die Erwartung eher, dass wir in den USA wieder zu Leitzinsen zurückgehen, die eher im Bereich von 2-4% sind, aber nicht im Bereich von 5%. Was sicher nicht dem Markt schadet, was der Markt wieder antreiben. Wenn das dann wenn die Inflation einmal quasi überwunden ist und man wieder jetzt sind wir noch nicht im Gleichgewicht, jetzt sind wir mitten in einer Verwerfung, oder? Und dann, okay, dann gelten andere Regeln. Aber wenn wir dann zurückgehen in das Gleichgewicht, glaube ich, ist die Erwartung eher, dass die Leitzinsen tiefer sind in den USA als 4-5%. Und auch in der Schweiz sind wir mit 1,5%, wenn das dann im März auf 1,5% steigt, beziehungsweise sogar auf 2%. Das ist der nächste Termin, oder? Nächster Termin, oder? Dann sind wir eigentlich so auf einem anständigen, positiven Zinsniveau. Und die Ausschläge sind in der Schweiz ja kleiner. Also vom Minimum zum Maximum ist anders als in den USA. Die haben traditionell viel höhere Ausschläge in der Bewegung der Leitzinsen. Also unter dem Strich würde ich sagen, mittelfristig, also auf 1-2 Jahre, sind durchaus auch wieder Anpassungen der Zinsen nach unten denkbar. Oder das Jahr glaube ich jetzt noch nicht, aber so gegen Ende Jahr fängt wahrscheinlich die Diskussion ein bisschen konkreter an werden. Wunderbar, vielen Dank für die Einschätzung, Sandro Merino, beim ersten Prime Invest vom neuen Jahr. Vielen Dank, Herr Heller, merci. Das war es von der heutigen Sendung. Wenn es euch gefallen hat und ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das machen auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Das ist kostenlos und dann sind wir immer auf dem Laufenden, wenn wir eine neue Sendung bringen. Vielen Dank fürs Interesse und weiterhin eine gute Woche. Auf Wiederhören. Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.